Auch mir so, Moin. Und merci für die vielen schönen Objekte, die dir Äußerer geschickt hat. Wie zum Beispiel für das Abmunterungskamel, an der sich Süßigkeiten verstopft haben. Oder diese Puschen, die dir gebastelt hat, als allem bezahlt, weil dir nicht mehr braucht. Oder die Villa Vogel, an der viel, viele schon an dieser Zeit in etwas zu fressen fanden. Und hi, hat ihn dieselbe Idee? Und hi auch, viele schon freuen sich. Und was ist das da? Das ist eine Kochmaschine, die mit Sonnen funktioniert. Cool, und der Teil? Mein Objekt ist witzig recyceln. Mit der gibt es sich bestimmt gut, mit dem Eco 2020 verstohlen. Und am Spike. Oder mit der Super Pasch-Familie. Die bestimmt froh wäre, wenn sie so viel Chance hat wie das Katz in ihrem Katzenkostüm. Blumen dürfen an dieser Seite noch nicht fehlen. Entweder der ist Plastik. Oder die Blumen, die durch die super Erfindung mir sehr wurzeln. Wir sind aber froh, dass ihr Lieblingsobjekt nur einen sicheren Platz hat, wo ihr sie könnt verstauen. An der Puppe war ein Bett und ein Dach wird im Kopf vorn tun. Am Atomscafé kann ich so gut mit seinen Puppen etwas Gutes trinken. Ihr wisst noch nicht was, man da guckt an die Menüskarte. Wir sollen jeden Tag im Einzelnen merci für die Flottprojekte, die dir alles vorgeschickt hat. Ob Lavaluten, Televisionen, sogar Fliegerinnen und Villa waren dabei. Wir haben uns über alle Einzelideen gefreut. Und wir haben uns wichtige Gedanken mal auf den Weg gehen. Beim Sammeln von den Ofenmaterialien gelehrt, dass wir viel verbrauchen und waschen können. Das sind Sachen, die denen ich brauche, nicht direkt ins Fest bräuchte, weil die kann ich aber trotzdem noch immer direkt gebrauchen. Ja, das kann ich natürlich noch für zu Bosten. Weil ich vielleicht nicht, wenn ich jemand weiß, das kann ich noch gebrauchen, ich habe nur, weil ich nicht halt oder Waschgehäut bereue, den, dass er in Wasch gehabt hat. Also, halt. Das ist nicht gut für die Fisch, der Tisch ihr sind da und dann ihr sind hier da. Der Tisch mir schon gleich selber. Du fährst bald etwas ganz Schönes und habt ihr noch den Wald. Ja. Adi!